AfD. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, Leute, die glauben, die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland bestünde nicht zu Recht, irren sich. Wenn solche Personen ihrem Irrglauben Gewalttaten folgen lassen wollen, handelt es sich um kriminelle Staatsfeinde. Und wo es dem Staat gelingt, solche Leute rechtzeitig zu enttarnen, zu entwaffnen, festzusetzen, dann zeigt sich ein Stück weit das Funktionieren des Rechtsstaats und vor allem seiner Sicherheitsbehörden. Das gilt auch dann, wenn man, wie der Ex-Innenminister Schily in der Gruppe, Zitat, keine reale Bedrohung erkennen kann und sie schlicht für, Zitat, skurrile Spinner hält. Das gilt auch dann, wenn solche Leute in ihren Fähigkeiten Lichtjahre entfernt waren von einer Umsetzung, verglichen etwa mit dem Türkei-Putsch 2016 mit tausenden Soldaten, Kampfflugzeugen, Panzern, ein selbst dann noch gescheiterter Putsch. Insofern ist es gut, dass die personelle Basis der Festgesetzten hier nur gut 2 Dutzend Leute umfasst, im Zusammenhang mit einer zweistelligen Zahl von Feuerwaffen. Gut, dass es nicht schlimmer gekommen ist und neben etwa beabsichtigten Straf- und Gewalttaten jedenfalls keine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands bestand. Vielleicht hielt man ja selbst die Leute nicht für so gefährlich, dass man die Festsetzungsaktion quasi vor geladenen Gästen der Medien glaubte, durchführen zu können, mit Namen, Adressen und Zeitpunkt, selbst bei Inkaufnahme des Risikos, dass Beschuldigte Wind bekommen. Eine linken Abgeordnete kritisiert, so eine Festnahme dürfe nicht zu einer Show geraten. Ein bekannter Journalist sieht in einer derart vorab breit gestreuten Aktion eine PR-Operation. Der Generalbundesanwalt bat, doch wenigstens nicht vor 7.30 Uhr zu berichten und nicht zu gefährden. Und so war die Razzia auch nicht wie sonst üblich mitten in der Nacht. Bestellte Fernsehkameras sollten gute Bilder einfangen. Das Einzige, was an diesem Fake-Staatsstreich, an diesem, wie Zeitungen schrieben, Operettenputsch professionell war, war die PR-Operation des Innenministeriums. Wenn das Nancy Faeser nicht ins hessische Parlament trägt, ja was denn dann, meine Damen und Herren? Aber gut, dass die Gruppe hochgenommen wurde, vor allem wenn neben abstrusen Vorstellungen auch konkrete Handlungspläne auftauchen sollten. Man möchte keine Waffe bei denen sehen, auch nicht die 19 Faustwaffen, 25 Langwaffen und 11 Armbrüste. Auch keine Finanzmittel, nicht die 190.000 Euro, die Edelmetalle. Aber um auch Entspannungssignale zu geben. Nein, die Demokratie selbst muss eher nicht erzittern, wenn König Heinrich der Fragwürdige beim Kaffeekränzchen auf Schloss Weidmannsheil seine Paladine mit den Ämtern und Würden seines Fantasiereichs belehnt und danach an seine Rentner-Kombo die Schwerter und Armbrüste austeilt. 11 Armbrüste stand dem Land womöglich eine konzertierte Welle von Wilhelm Tell-Aufführungen bevor. Nur gut, dass die rund 20.000 Reichsbürger mit 2.000 Gewaltbereiten immerhin nicht dieselbe Zahlenstärke haben wie die Linksextremisten mit 35.000, gut 10.000 gewaltbereit oder die gut 28.000 Islamisten. Gut, dass der GBA neben den 130 islamistischen Verfahren im ersten Halbjahr 2022 nur 9 im Rechtsextremismus führen muss, auch wenn jedes eins zu viel ist. Ein ideologiefreier Rundumblick klärt da über die Proportionen auf. Gut, dass nach dem Messermord in Illerkirchberg die Menschen immerhin keine Angst davor haben, dass ihre Tochter auf dem Schulweg von einem Reichsbürger erstochen wird. Gut, dass, wie die Generalbundesanwaltschaft Montag berichtet, der Untersuchungsrichter einen dieser Tage oft kolportierten Angriff auf den Bundestag gerade nicht für gegeben sah. Gut, dass niemand wegen des ehemaligen Stadtrats der CDU, Frank R. unter den 25 Festgenommenen, diese Partei dann pauschal kollektiv in Haftung nimmt. Ein letztes ist auch trotz allem beruhigend. Wenn durch die Fülle der Krisen in letzter Zeit bei Bürgern irgendeine Art von Staatsverdrossenheit um sich greifen sollte, die Leute nicht mehr verstehen können, dass Deutschland Kernkraft aus Ideologie abschaltet, leichtfertig seine Energieversorgung zerstört, sich aufregen über die Politik der Inflation, der unbezahlbaren Energiepreise, der permanenten Milliardenschulden, sich aufregen über die Bluttat von Illerkirchen, ein weiteres Opfer in einer Kette von Morden und Messerstechereien. Wenn die Bürger verzweifelt sind, dass, wenn die Zuwanderung groteske Ausmaße annimmt, mit explodierenden Mieten und überforderten Kommunen die Regierung immer noch weitere Anreize zur Migration plant, Chancenbleiberecht für Unberechtigte, Turboeinbürgerung. Wenn all das die Menschen zur Verzweiflung bringt, so müssen sie nicht am Staat, am parlamentarischen System selbst zweifeln. So gibt es Abhilfe innerhalb des parlamentarischen Systems mit der AfD,
Da ist die Existenz und Arbeitsfähigkeit der AfD die beste Versicherung des Parlamentarismus gegen politische Bestrebungen, die sich reichsbürgerhaft außerhalb des demokratischen Systems stellen. Die Umfragen sehen die AfD weiter im Aufwärtstrend bei 15-16% auch nach der letzten Woche. Die AfD steht für den parlamentarischen Weg und die Bürger vertrauen ihr immer mehr. Umso besser für die Demokratie, umso besser für Deutschland, meine Damen und Herren. Das Wort für die Bundesregierung hat der Bundesminister